heute die Pressekonferenz machen, weil so viele krank sind. Ich bin bloß noch ich übrig geblieben. Ich denke, wir können einigermaßen zufrieden sein. Wir haben zumindest den höchsten Saisonsieg mit 0 Gegentoren heute zu feiern. Ich darf wie immer den Gästecoach bitten, um eine Einschätzung, wie er das Spiel gesehen hat. Erstmal schönen guten Abend und herzlichen Glückwunsch zu den 3 Punkten. War natürlich hoch verdient, wie es jeder im Stadion gesehen hat. Man hat gesehen, dass es weiter um den 8. Platz kämpft und bei uns geht es dann um nichts mehr. Und es ist halt schwierig, dann den Spieler immer so einzustellen, dass er wirklich dann auch bis zum Schluss um alles gibt. Und das ist uns heute leider nicht gelungen. Deswegen ist Bayern hoch verdient als Sieger, auch in der Höhe natürlich vom Eis gegangen. Und gut, so viel gibt es jetzt nicht zu sagen. Gut, die 3 Punkte waren hoch verdient. Und ich schätze mal, das wird jetzt für den 8. Platz, wird es jetzt, glaube ich, ganz gut ausschauen. Gratuliere. Dankeschön, Rainer. Wir haben 5 Punkte Vorsprung. Das heißt, wir müssen am nächsten Wochenende 2 Punkte machen von 6 möglichen. Dann wären wir sicher unter den ersten 8. Warten wir mal ab. Wir haben schon zu viel erlebt im Eishockey. Ist alles möglich. So wie lange. Jetzt dein Statement zum Spiel. So, guten Abend. 5-0 sieht so aus, dass das klar ist. Natürlich verdient wegen dem Ergebnis, aber wir haben eine gewisse Phase gehabt, wo der Gegner war wirklich bissig und hat ja auch Chancen gehabt. Wir haben uns das Spiel selbst schwer gemacht und in dem Moment war das wirklich gefährlich für uns auch wegen dem Ergebnis. Ja, die ersten 10 Minuten, ich denke, waren wir besser, 2-0, aber dann. Und ich denke, in die ersten 10 Minuten, wir haben Chancen für noch 2-3 Tore mehr. Aber dann zweite Drittel hat Gegner die Möglichkeit, dreimal Überzahl zu spielen. Dann war das wieder gefährlich auf die Seite. Aber unser Kontra, Shorthander, war sehr, sehr wichtig, hat uns ein bisschen mehr in der Ruhe gebracht. In dem Moment vielleicht zu viel in der Ruhe. Weil wir haben aufgehört mit Laufen und Gegner hat wieder Chancen gehabt, hat mehrere Schüsse gehabt in der zweiten Drittel. Auch aus dem Grund natürlich, dass sie haben dreimal Überzahl gehabt. Dritte Drittel war das schon unter Kontrolle, haben wir uns mehr konzentriert auf Defensivspiel. Das ist eigentlich, was wir wollen, nächste Woche wirklich hundertprozentig machen, dass wir die Punkte holen und sei mal sicher in die unter 8 kommen. Danke. So, Frage an den Trainer von Bad Freiburg, Rainer Zerwis. Rainer, du hast diese Saison zum Teil von außen, zum Teil von innen mitbekommen. Zweimal jetzt von innen als Trainer, einmal als Zuschauer sozusagen. Mich würde mal dein Statement interessieren dazu. Wie ist die Situation in Waldkreiburg? Kann man dieses Spielen in dieser sehr starken Liga auf den letzten 2-3 Plätzen, kann man das verkaufen weiter den Zuschauern? Seid ihr damit zufrieden? Ist das Umfeld zufrieden? Wie denkst du darüber? Ja, das ist natürlich nicht einfach in Waldkreiburg mit dem Umfeld, dass man wirklich ein hochklassiges Oberliga-Eishockey bieten können. Es gibt das Umfeld einfach nicht her und wir haben es dieses Jahr, also ich kann es nur als Außenstehender erstmal sagen, und wir haben natürlich versucht, mit einer jungen Mannschaft jetzt wirklich das Spirit reinzubringen und das ist uns nicht ganz gelungen dieses Jahr, muss man auch klar sagen, und dadurch ist dann, von der Vereinsseite der Trainerwechsel durchgeführt worden. Ich habe das dann interimsmäßig gemacht, eine Woche oder 2 Wochen, und aber immer mit der Maßgabe, dass ich noch weitermache, weil es vom Beruflichen von mir wirklich sehr, sehr schwer vereinbar ist. Und wir haben eben den Martin jetzt dann als sehr, sehr guten Trainer gefunden. Leider hat uns der nach 3 Wochen wieder verlassen. Und dann habe ich ihm gesagt, gut, jetzt muss ich bevor jetzt der 5. Trainer dieses Jahr kommt, dann mache ich jetzt noch die 3 Monate oder 2,5 Monate, so lange wie es noch dauert, jetzt machen wir es zu Ende. Und
Aber es ist wirklich, es ist keine leichte Situation und das ist natürlich, das ist natürlich auch so für den Zuschauer, wird das natürlich dann wie in allen anderen Clubs natürlich auch profitiert, wenn man halt viele Spiele verliert und unten drin steht. Aber so seit 3 Wochen haben wir ein bisschen wieder den Aufschwung gekriegt jetzt und auch Gerose und Gelazio zu Hause gewinnen können. Aber jetzt sind wir natürlich in der Phase jetzt, jetzt haben wir das Nachholspiel am Dienstag noch in einem kleinen Kader mit doch mit sehr, sehr viel verletzten Spielern, oder nicht viel verletzt, aber 2, 3 verletzte Spieler noch und kleinen Kader. Und bei uns natürlich schon ein bisschen Kraftsache auch. Also wenn man dann jetzt jeden zweiten Tag spielen muss jetzt, wir haben jetzt auch jetzt, wie gesagt, mit dem Nachholspiel am Dienstag, haben wir eigentlich kaum Regeneration. Da kann man von den Jungs jetzt auch nicht verlangen, dass die jetzt jedes Spiel 60 Minuten lang da wirklich bis zum Anschlag kämpfen und tun, weil wenn wir halt nicht kämpfen bis zum Schluss, dann wird es halt immer schwer. Aber jetzt muss man natürlich schon schauen, dass wir langsam wieder ein bisschen den Turnaround kriegen. Und das müssen wir am Dienstag anfangen, weil, wie gesagt, die Einstellung muss bei uns mal passen, weil wenn die nicht passt mit der Mannschaft, weil wir halt eher vom Mannschaftsgeist leben und nicht von den Einzelspielern oder von dem überragenden Talent, das wir haben. Und da hofft man natürlich, dass wir jetzt dann in der Zwischenrunde dann wirklich auch gut gestärkt und einigermaßen ausgeruhter starten können, weil das ist, beim nächsten Mal geht es bei Null los, geht die neue Saison bei uns los und dann wollen wir natürlich dann auf alle Fälle fit sein. Und das ist erstmal das Ziel. Wie es dann weitergeht nächstes Jahr, kann ich jetzt nicht sagen, weil es war deine Frage. Mhm. Da bin ich jetzt überfragt, weil ich gesagt, mein Job ist erst einmal, dass ich die Mannschaft jetzt für die Zwischenrunde und den Rest von der Saison betreue und das versuche ich natürlich am besten zu helfen. Der Hintergrund meiner Frage war, dass wir natürlich alle sehr, sehr froh waren, dass die Bayernligisten sich entschlossen haben, mit hochzugehen in die Oberliga. Dass aber zum Teil so manche Mannschaften dermaßen aufrüsten, dass man sich ja fragen muss, ob die Bayernligisten dazu noch viel Lust haben, sich so abzuschießen lassen das ganze Jahr. Meines Erachtens wird das Niveau einfach unnötigerweise viel zu sehr hochgezogen, vor allem auf den ersten 6, 7 Positionen der Tabelle. Aber gut, jeder kann sich weiter ausgeben, wie er das für richtig hält. Miller, nächstes Wochenende müssen wir 2 Punkte machen in 2 ganz, ganz schweren Spielen. Auswärts in Deckendorf und zu Hause gegen Selb. Also ich sag schon mal, kann leider nicht dabei sein nächstes Wochenende. Ich bin nicht da, ich kann euch nicht helfen. Aber was hast du jetzt so an Ideen? Wie bringen wir die Mannschaft dorthin? Wie bringst du die Mannschaft dorthin, dass es uns gelingt, diese 2 Punkte an den Wochenende zu holen? Es wäre natürlich sehr schwer, aber ich möchte die Mannschaft unter der Woche jetzt beim Training nochmal wiederholen, die ganze Abwehrsituation, wo muss jeder wissen, wo ist sein Job, wo ist seine Position, wo muss der angreifen und so weiter, weil vorne passiert was, da sind wir stark genug, aber brauchen wir, dass hinten nichts passiert. Und natürlich die Leute schon Dienstag oder ab Dienstag schon vorbereiten, dass sie müssen einfach spielen, dass sie müssen fehlerlos, dass sie müssen sich wählen, die Situation so, dass das nicht gefährlich ist, wenn kommt Scheibeverlust und solche Situationen wiederholen. Und da muss man hoffen, dass die Jungs nehmen sich das wirklich ernst und mit 100%igen Kampfgeist in Mannschaft sind wir fähig, die Punkte schaffen. Okay. Ich hoffe auch, dass die Mannschaft den Geist und die Einstellung diese Woche auf alle Fälle findet, denn ich glaube, jede Mannschaft sollte wissen, dass er in Bezug auf diese Saison durchaus auch ein bisschen was zu gut machen hat, der eine mehr, der andere weniger. In dem Sinne wollen wir hoffen, dass es gut ausgeht nächstes Wochenende. Wir sind damit am Ende. Ich hätte schnell noch die Ergebnisse. Nochmal. Memmingen schlägt Miesbach 5:4. Lindau unterliegt Regensburg 1:3. Selb gewinnt gegen Peiting 7:3. Sonthofen verliert gegen Landshut zu Hause nach Penaltyschießen oder nach Verlängerung. Und Deckendorf verliert gegen Rosenheim 2:3, wobei das
hier beim DEB noch nicht als beendet drin ist. 3-4, Endstand? Nach Penalty. Also hat Deckendorf dann doch noch einen Punkt erreicht. Weidenwald-Greiburg 15:00 ist bekannt. Ich beende die Pressekonferenz damit. Danke den beiden Trainern und wünsche euch einen guten Erfolg. Danke.